1268 wird der Ort zum ersten Mal genannt. 1408 erhält er das Stadtrecht. Arzberg liegt an der Bahnstrecke Marktredwitz-Eger, die den Ort auf einem Viadukt quert. Die evangelische Kirche war mit einer Mauer umgeben. Hinter ihr suchte man mit Erfolg Schutz vor Feinden. Als ein Trupp Böhmen die Kirche belagerte, schoss der Metzgermeister Unruh ihren Anführer Oberst Sternberg vom Pferd. Führerlos flohen die Krieger, verfolgt von den Bewohnern Arzbergs. Wir sind jetzt im Pulverturm. Es ist das älteste Gebäude der Stadt Arzberg. Besitzer ist die Stadt. Pächter ist der Fichtelgebirgsverein Arzberg. Wir kümmern uns um das Innenleben und hoffen natürlich, dass es sich bald wieder mal etwas belebt. Zurzeit ist wegen im Dornröschenschlaf. Jetzt sind wir hier im Kirchenturmmuseum. Das wurde eingerichtet nach der Kirchenrenovierung. Porzellanbild an der Kirchenburgmauer. Neben der Kirche ist die liebevoll restaurierte Bergbräu heute eine beliebte Gaststätte. Dazwischen liegt das Wohnhaus Alexander von Humboldts, der sich von 1792 bis 1796 im preußischen Auftrag um den Bergbau im Fichtelgebirge kümmerte. Die parkähnliche Anlage wurde nach dem Arzt und Heimatforscher Singer benannt. Nur einen Katzensprung entfernt davon ist das weit bekannte Freibad. Am Kirchberg wurden nach verschiedenen Hausabrissen Terrassengärten angelegt. An der Rösslerbrücke wurde der Arm eines Eisenhammers installiert. Er erinnert, wie der Ortsname Arzberg, an die Eisengewinnung. Die Reste der stillgelegten Zeche Kleiner Johannes wurden zu einem Besucherbergwerk umgestaltet. Thank you.
Die heute 20 Meter hohe Waldenfesswarte steht auf dem Kohlberg. Der Name Kohlberg oder Kohlwald stammt von den ehemaligen Kohlemeilern, mit denen Holzkohle für die aufblühende Eisenverarbeitung in Arzberg hergestellt wurde. Scherzhaft wird der Kohlberg auch Zuckerhut genannt, wegen einstigem Schmuggel von Zucker ins benachbarte Egerland in Böhmen. Der Feisnitz-Stausee ist ca. 16 Hektar groß und wird im Volksmund Neuer Klausenteich genannt. Der See ist ein Paradies für Angler und wird auch zur Fischzucht genutzt. Im kristallklaren Wasser tummeln sich Forelle, Hecht, Zander, Karpfen, Schleie, Wels und Aal. Das Naherholungsgebiet Feisnitz-Stausee lädt aber auch zum Baden, Erholen und Wandern ein. Eine Vielzahl von Wanderwegen führen um den See herum. Der See liegt in landschaftlich reizvoller Lage und ob zwei oder vier Beine, für jeden ist etwas dabei. An einem Uferbogen liegen die Gaststätte Seeklause und ein idyllisch gelegener Campingplatz. Gerade für Familien ist es im Sommer besonders schön, direkt am Ufer des Sees zu grillen. Das schluchtenartige Gsteinicht wird von der Röslau, einem Nebenfluss der Eger, zwischen den Orten Elisenfels und Arzberg durchflossen. Der Flusslauf hat sich dort seinen Weg durch eine schmale Gneisschwelle gebahnt und bildet ein enges Felsental. Der Schluchtwald zieht sich bis an das Ufer herab und macht das kaum gangbare Tal noch düsterer und schauerlicher. Das Gsteinicht ist ein geschütztes Naturdenkmal und gehört zu Bayerns 100 schönsten Geotopen. Die Bahnlinie Marktredwitz-Eger führt über ein mehr als 100 Jahre altes Eisenviadukt. Röthenbach liegt am westlichen Arzberger Stadtrand. Das den Ort prägende Schloss wurde in den Jahren 1559 bis 1561 errichtet. Im Jahre 1827 gelangte das Schloss an die Familie von Waldenfels, die es seitdem bewohnt, es kann deshalb auch nicht besichtigt werden. Die Wappentafel über dem Portal zum Treppenturm zeigt das Allianzwappen derer von Schirnding und Waldenfels. Der Ort liegt westlich des Kohlwalds am Zusammenfluss von Rösler und Küsseine. Seit der Dorferneuerung sind in Seußen eine Sau aus Granit und ein aus Holz geschnitzter Sauhirte auf dem Dorfplatz aufgestellt. Damit soll an die Ursprünge von Seußen als Weideplatz an der Röslau erinnert werden. Ein anderes Objekt ist der Granitbrunnen von 1892.